An privaten Momenten mangelt es auf Google Street View nicht. Handwerker bei der Pause, Ehegatten auf dem Weg zum Seitensprung. Aber die meisten stört das nicht. Schließlich ist das Gesicht ja unkenntlich gemacht. Also alles kein Problem? Der italienische Medienkünstler Paolo Cirio denkt da anders. I call them casualties of the info war because für mich sind diese Leute Opfer in einem Informationskrieg. Zufällig Verwundete im Krieg zwischen Google, den Behörden, den Künstlern, die damit arbeiten, und den Algorithmen, die die Gesichter verzerren. Also begab sich Cirio auf einen weltweiten Feldzug, um den ahnungslosen Opfern klarzumachen, dass sie überhaupt Opfer sind. Die Personen, die auf den Bildern in Googles digitalem Straßenatlas zu sehen sind, druckt er auf Papier aus und tapeziert sie genau an den Ort, an dem Google sie erwischt hat. Wie hier in Barcelona. Die Menschen haben sich richtig über das Projekt aufgeregt. Wahrscheinlich, weil sie dachten, dass der öffentliche Raum öffentlicher sei als das Internet. Meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall. Wenn etwas im Netz ist, ist es viel exponierter als irgendetwas, das man auf der Straße sieht. Unser Bewusstsein für Datenschutz zu schärfen, ist Paolos künstlerisches Herzensthema. Regelmäßig führt ihn das an den Rand der Legalität. Um Schwachstellen bei Facebook aufzuzeigen, hackte er sich 2011 in das System mit riesigem Medienecho. Two artists from Italy stole a million names, photos and locations from Facebook profiles. Er klaute 1 Million privater Facebook-Fotos und stellte sie auf eine fiktive Dating-Website. Per Gesichtserkennung sortiert nach Kategorien wie entspannter Typ oder Außenseiter. Grouped people into categories like easygoing or smug. Es sollte die Leute so richtig provozieren und zeigen, wie unsicher ihre privaten Daten im Internet sind. Die meisten Leute waren ziemlich sauer. Aber einige wollten sogar noch mehr Bilder auf diese Dating-Website hochladen. Trotz aller Technik, der 35-jährige New Yorker sieht sich nicht als Hacker. Das, was er macht, könne theoretisch jeder. Er brauche nur Mut. Ziemlich viel sogar. Für sein aktuelles Projekt spürte er hochrangige Mitarbeiter von NSA, CIA und FBI in den sozialen Netzwerken auf. Die privaten Selfies und Schnappschüsse waren eigentlich nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Cirio nahm die gehackten Bilder und zog sie auf riesige Plakate. Die Datensammler, die bis jetzt anonym geblieben sind, will er entblößen. Ein Gegenschlag mit den Mitteln der Street Art. Mich amüsiert es, mir vorzustellen, wie sie reagieren. Die werden mich wahrscheinlich nicht persönlich ansprechen, aber ich bin mir sicher, dass sie das verärgern wird. Damit haben sie bestimmt nicht gerechnet. Und ganz bestimmt haben die Bürokraten nicht damit gerechnet, eines Tages als Kunstwerk zu enden. Wie hier in Cirios erster deutscher Einzelausstellung in der Berliner Nomgalerie. Es gibt so viel Information über jeden im Netz, sodass jeder die Möglichkeit hat, das Leben eines anderen auszuspionieren. In gewisser Weise sind wir alle überbelichtet. In diesem Fall hier habe ich versucht, unsere Überwacher zu überwachen.